aussuchen lassen. Auch er hat nie am Katzentisch Platz genommen, Peter Hartz. Er war nicht nur einfach VW-Vorstand für das Personal der Firma, er war auch so etwas wie der oberste Personalchef der Republik unter der rot-grünen Bundesregierung. Den Deutschen verspricht er neben seinem Job bei VW, innerhalb von 2 Jahren die Arbeitslosigkeit um 50% zu senken. Seither steht sein Name vorrangig für Massenproteste und Sozialabbau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben die erste Kabinettssitzung hinter uns. Es war Klaus Volkert, der dem einstigen Arbeitsdirektor in der Stahlindustrie den Job bei VW vermittelte. 2 Millionen Jobs zu schaffen oder 2 Millionen. Nachdem ich den Dr. Piech darauf ansprach, dauerte es nicht lange und er ist ins Saarland geflogen, ich meine sogar noch die gleiche Woche, um einfach mal mit Herrn Dr. Hartz oder mit Herrn Hartz zu dem damaligen Zeitpunkt persönlich mal Kontakt aufzunehmen. Und schien da wohl ziemlich angetan gewesen zu sein, kam jeweils wieder und sagte, Herr Volkert, das könnte jemand für uns sein. Wenige Monate später wird Hartz Personalvorstand. Es wird der Beginn einer Männerfreundschaft, ungetrübt von Zweifeln an der eigenen Größe. Volkert hat dem Hartz immer das Gefühl gegeben, dass er der Chef ist. Ja. Auch wenn es darum ging, irgendwelche Reisen zu einem Unternehmen oder was auch immer, hat er Hartz formal gefragt. So. Er wusste genau, dass Hartz nie Nein sagen konnte. Aber er hat ihn gefragt. Und er hat ihm auch das Gefühl gegeben, von der Hierarchie her gesehen, ist er der eigentlich Mächtige und er ist der ihm praktisch nach allem fragt, was er von ihm haben wollte. Wobei er wusste, Hartz musste das machen, was er wollte. Und Hartz hat seinerseits eben auch darauf geachtet, dass das Verhältnis eben ideal war und gut war zwischen den beiden. Gebauer behauptet heute, Betriebsratschef Volkert hatte den Vorstand Hartz gut im Griff. Ich war ja nun letztendlich relativ kleiner Abteilungsleiter im Personalwesen. Das Verhältnis einerseits zu Volkert hatte sich mehr oder weniger normalisiert. Das wurde also mehr oder weniger dienstlich als auch ein menschliches Verhältnis. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich das nicht so intensiv, aber an sich auch so zu Hartz. Denn ich sag mal, wenn ich mit ihm da durch die Etablissements dieser Welt gehe, ich ihm die Mädchen auch noch aussuche und sage, die sieht ganz gut aus, ich glaube, das ist für sie die richtige, dann geht das einfach nicht mehr mit per sie oder also per sie schon noch, aber nicht mehr mit dem Abstand. Ne? Können Sie mir mal eine Note besorgen, das passt ja schlecht dann schon bald. Die Gerichtsverhandlung im Januar 2007 wird zum Spießrutenlauf. Peter Hartz, der ehemalige Arbeitsdirektor des Volkswagen-Konzerns, ist der Erste in der VW-Affäre, der sich verantworten muss. Wegen Untreue in 44 Fällen. Mein Geld hat das überschleudert, ich habe Aktien. Ich habe Aktien, mein Geld hat das überschleudert. Das Gericht hat dem einstigen Machtmenschen angeboten, den Hintereingang zu benutzen. Doch Peter Hartz wählt demonstrativ den Haupteingang. Geh als Entwicklungshelfer nach Nigeria. Da hörst du ihn. Er selbst schweigt. Sein Anwalt wird für ihn gestehen. Denn Peter Hartz hat einen Deal mit der Staatsanwaltschaft machen lassen. Vivien, Joselia und all die anderen Damen aus der horizontalen Vergangenheit werden nicht als Zeugen auftreten. Dafür lässt Hartz gestehen, er habe Klaus Volkert über Jahre wie einen Top-Manager behandelt und ihm Sonderprämien zahlen lassen. Zum Wohle von VW, auf eigene Kappe und selbstverständlich ohne, dass der Konzernchef Piech davon wusste. Und das sagt der Anwalt von Hartz, tue Peter Hartz jetzt aufrichtig leid. Sehr leid. Und so poliert die Oberstaatsanwältin ein paar Türen weiter noch ihr Plädoyer, um den Handel der Öffentlichkeit zu verkaufen. Das Abkommen ist formal juristisch korrekt. Das Gericht lässt keine Prostituierten aufmarschieren, dafür sagt Hartz gegen Volkert aus. So etwas spart Zeit. Nichts fürchtet Hartz mehr als eine Parade der früheren Gespielinnen. NDR Info. Nachrichten.
2 Jahre auf Bewährung und eine Geldbuße von 576.000 Euro. So lautet das Urteil gegen den ehemaligen VW-Personalvorstand Peter Hartz. Das Gericht hielt sich damit auch an die Strafzusagen, die es Peter Hartz zuvor gegeben hatte. Im Gegenzug für sein umfassendes Geständnis und seine Kooperationsbereitschaft bei der Aufklärung dieses Teils der VW-Affäre. Hartz, der zuvor auf sein Schlusswort als Angeklagter verzichtet hatte, nahm das Urteil äußerlich regungslos auf. Lass doch mal alle rein hier! Ey! Lass doch mal alle rein, wenn er vorbeifährt. Ist das blöd oder was? Ja, wieso? Ich habe mich schon so gefühlt als ein hochbezahlter Butler, ne? Und, oder Kammerdiener, wurde ja teilweise mal gesagt. Das war ich auch. Ich sag mal, rein technisch gesehen, wenn irgendwo Präservative fehlten, dann war ich auch dafür zuständig. Oder Viagra oder so. Ne? Es war für mich auch ein Freibrief. Ich habe auch von der Kompetenzübertragung und der Macht von Volkert gelebt. Ne? Dass die wussten, Gebauer, Volkert sind praktisch eins. Wenn es nicht funktioniert, dann habe ich gesagt, hier, Klaus, die wollen das nicht. Ne? Und dann 2 Anrufe und das war erledigt dann. Ich habe immer gesagt, wenn ich hier gehen muss, ich nehme sie alle mit. Weil ich von allen was wusste, was für die alle tödlich war. Das konnte keiner überleben. Klaus Volkert ist der Nächste. Ihm hat die Staatsanwaltschaft keinen Deal angeboten. Man hat gut verdient und ich denke, das war auch in Ordnung so. Denn immerhin mit den Leuten, mit denen man das zu tun hatte, da ist nicht nur Augenhöhe, denn so groß bin ich körperlich nicht, sondern Augenhöhe heißt Macht zum einen, heißt aber auch eine vernünftige Einkommensstruktur, nicht, dass der eine mit dem Phaeton kommt, der andere mit dem Fahrrad. Ich glaube, für eine gute Arbeit muss auch gutes Geld gezahlt werden. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass ein Betriebsrat oder ein Betriebsratsvorsitzender, der ja gleichwertig die Dinge mit zu vertreten hat, warum der dann auf einmal nur einen Bruchteil von dem bekommen soll, was ein Manager bekommt. Seine Gewerkschaft, die IG Metall, interessiert sich nicht besonders für Volkerts Einkünfte. Es wurde nicht nachgefragt, natürlich nicht. Und machen wir uns da nichts vor. Auch in der IG Metall gibt es natürlich Leute, die bestimmte Ansprüche an so einen Betriebsratsvorsitzenden stellen. Sagen, Mensch, das Kind, kannst du mir nicht mal in dem und dem Punkt helfen? Und da kommt man nicht mit so einem Thema, sag mal, wie ist denn eigentlich dein Einkommen? Und gibt es bei dir einen Sonderbono oder sowas? Es war ein Tabuthema. Auch in der VW-Zentrale besteht wenig Bedürfnis zu diskutieren. Die Vorstandsetage übt sich in Diskretion. Wirtschaftsexperte Michael Adams erkennt darin ein Prinzip. Welche Interessen führen die beiden zusammen? Und da kann man nun vermuten, dass Piëch für die Machtposition des Aufsichtsratsvorsitzenden sich der Hilfe der Gewerkschaften bedient, die ja bei VW die Hälfte der Aufsichtsratssitze nun besetzen. Die Gegenleistung von Piëch dürfte nun sein, bei VW vorläufig keine Umstrukturierungsmaßnahmen einzuleiten. Damit werden die IG Metall-Mitglieder in Sicherheit gewogen. Der Nachfolger von Volkert, Bernd Osterloh, kämpft mit dem öffentlichen Misstrauen. Wenn einzelne Menschen Verfehlungen begangen haben, dann kann es nicht so sein, dass 67 Betriebsratsmitglieder am Standort Wolfsburg, dass 232 Betriebsratsmitglieder in der VW AG, dass 500 Betriebsratsmitglieder im VW-Konzern, dass 3000 Vertrauensleute der IG Metall, dass das alles schlecht ist. Und so läuft zurzeit das ganze Thema der Medien, wenn es um das Thema Betriebsrat und Mitbestimmung geht. Und da werde ich, wie gesagt, da bin ich leicht verärgert, um es mal freundlich zu formulieren, leicht verärgert.